ich hätte schon ganz vergessen, wie erquickend die Kälte sein kann. Ich wünschte, L.A. wäre mehr wie Buffalo. Der Wind zieht vom Eriesee rüber und friert dir das Gehirn ein. Und am Ende quasselst du nur noch Kauderwelsch. Ach, sei bloß nicht Albebern. Nein, hör mal, wir müssen da nicht rein. Stell dir nur mal diese formlose Masse von Mann in einem Fernsehsessel vor. Und die Stimme einer Frau, die den unerträglichen Klang einer Werkssirene hat und ständig schreit. Ryan! Los, los, mach endlich diesen verdammten Fernseher leise. Du hörst das und alle kostspieligen Therapien waren umsonst. Bevor ich anfange, an den Haaren rumzukauen, sollten wir gehen. Hey, du gehst nirgendwo hin, verstanden. Jetzt, wo wir schon mal da sind, möchte ich deine Eltern auch kennenlernen. Ich will sehen, wieso der Apfel hier so weit vom Stamm gefallen ist. Nur Mut. Ich weiß genau, deine Mutter wird völlig aus dem Häuschen sein. Du wirst sehen. Nein, ich glaube es nicht. Sie kenne ich doch aus dem Fernsehen. Siehst du, sie ist aus dem Häuschen. Ich hatte recht.